Liebe Freundinnen und Freunde des Eschweiler Brauchtums, Lev Eichwiele Fastelaubezirke. Ein Nach ist, der nach Sternen greift, wo doch auf Erden alles reift. Auf diesem Spruch stand ich Mönchens Maus, jetzt 14 Jahre am Rathaus, Wröhre 22 Jahre auf der Grabenstraße, 36 Jahre, Tag ein und Tag aus. Mein Freund war stets der Klaus-Dieter Herrschen, unser Rathaus-Klaus. So stand und steh ich stumm, halte den Abstand ein. Das wird kontrolliert, dies muss auch so sein, denn ich bin gerne der Nach an der Inde gewesen. Meine Brunnenreden konnte man damals noch im Boote an der Inde lesen, habe schmunzelnd und nachdenklich Wahrheiten erzählt. Es war Ruhe im Saal, kein Redner wurde durch Störer gequält. Diese Figur, dieser Nach, hat euch Menschen genau studiert und dabei sehr oft lustige Formulierungen probiert über Juni Wagner, Weichmanns Albert oder den Dream Boys vom Komitee, über der Widell, über Lerche Eu, seine erste Bierboot am Blausteinsee, über Tempo 30, über Merzbrück und auch Karduxjub. Ich denke gerne darüber nach, denn es ist damals alles joje Vlub, denn es war fast laufend. Und jeder hat sich gefreut, wenn das hübsche Korn erschaffen, wurde ich damals von prinzlichen Leut, Idee Max Pfannkuch, erstellt durch Maria Schön. Warum ich dies hier erwähne, ist wichtig für uns Kinge, also der Zukunft unserer Stadt, die zum ersten Mal eine Bürgermeisterin hat. Et Nadine sitzt jetzt da, wo 19 Jahre der Rudi war platziert. Dieser Bursche hat uns 6.395 Tage von morgens bis abends regiert. Der ist jetzt Rentier, liebt den FC und ist samstags morgens auf am Markt, kauft gesundes Obst und für sein Fior ein lecker Stückchen Appeltart. Er hat sich verdient um unsere Stadt gemacht. Chapeau, lieber Rudi, das hast du 19 Jahre jott gemacht. Ein Narr hat Freiheiten, das steht ihm zu. Das Rathausquartier lässt mir keine Ruhe, der Bürger, also die Menschen, hier aus unserer Stadt. Han dat Doje und dat angeblich qualifizierte Gequatsche langsam satt. Alle möchten wissen, wie, was, wann wird dort geschehen. Seid bitte transparent, man will es doch nur verstehen. Ist es denn so schwierig, ehrlich zu sein? Erfüllt doch mal Bürgerwille, Stein um Stein. Drum redet nicht mehr drum herum. Mat Vlücke, mat Zwürer, de Lüsene dumm. Eine Perle des Westens wird Eschweiler genannt. Der Schandfleck sollte verschwinden, hier bei uns am Indestrand. Zeitungsleser wissen mehr. Alle haben dies genossen bisher. Als man noch aus der Heimat konnte lesen, was zu Beuß alles ist gewesen. Boote-Redakteure wussten genau, dass man in Eichwiller-Röf alaf und nicht helau, du warst informiert, wo was war. Hattest du etwas verpasst, dann war dir klar, dass im Boote an der Inde alles konnte man dann lesen. Was war passiert?
wer hätt gemut, hasse sich geklöpp, wer ist alles dabei gewesen? Und heute, ich sag dies ehrlich hier heraus, erfährst du mehr aus Stauberg als aus unserem Eschweiler Haus. Dat is net mining Ziedung. Mehr noch gewinn. Die Öscher denke hütze das, mehr noch an gewinn. Lokales Geschriebene muss in dies Eschweiler Blatt, damit auch unsere Zeitung eine Zukunft hat. Wenn du flanierst durch unsere nicht saubere Stadt, die ein schmutziges Standgewässer als Mittelpunkt hat, wo Vandale de Blome trecke Ruß, der pinselnde Rioer, der hätte ne Schoss, ich ärsch mich zerwrecke über all die Kamerade, die in der zweiten Reihe parken, und nächste jetzt sage, bist du der Dumme, bekommst manches angedroht. Das immer noch nicht vorhandene Klo am Markt bringt viele in Not, wo ein Wochenmarkt wird zur Nebensache. Radfahrer in der Fußgängerzone, ich kann mir noch lachen, und mit Getös und Bohai wird pressemäßig kommuniziert, elektronische Anzeigen am Bushof, nichts ist passiert. Friseure in der Stadt haben wir genug. Trotz Warteschlangen sind unsere Geschäftsleute dankbar und froh, dass ihre Angebote, ihre Dienste fleißig werden bestellt. Es bringt ihnen Erfüllung und natürlich auch etwas Geld. Zum Schluss nun, wie immer, ein kleines Brunnengedicht. Wenn ihr bei mir vorbeischlendert, schaut in mein Gesicht. Ich schau auf euch Menschen, die helfen, machen und tun. Die für andere brasseln, ohne sich auszuruhen. Die gerade in dieser Corona-Zeit stets für Jung und Alt sind bereit. Das sind meine Helden hier in meiner Heimatstadt, die nicht nur zum Anlass zum Nörgeln gibt, nein, die hilfsbereit, kreative und tolle Menschen in ihren Reihen hat, denn zusammen halte, zusammen stonn. Alles mit Jo und Wigere Jon, das ist das Motto van des Jahr. Und es ist glücklich aus allen wirklich klar, dass der Zusammenhalt in Eschweiler wichtig ist. Euer Handeln, euer Machen richtig ist. So grüße ich euch alle, Menschen, Bürger, von Hähle über Bersch bis nach Kaf. Bleibt gesund, passt gut auf unsere Stadt auf und das wünsche ich, et hübsche Fabi Haf.